Jede Menge Kinder aus Tirol sind hier gerade zugange. Es wird gegessen, es wird ein bisschen was gebastelt und es wird natürlich auch fleißig gelernt. Und das alles hier drinnen und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier im Innenhof der Pädagogischen Hochschule Tirol, hinter uns die Mensa. Die Kinder haben gerade Mittag gegessen und sind jetzt wieder in ihren Unterricht oder in ihre Kreativworkshops zurückgekehrt. Und ich habe jetzt zwei Ansprechpartner, das kann ich sagen, ohne die wäre diese Sommerschule Plus nicht möglich. Den Präsident der Tiroler Arbeiterkammer, Erwin Zangerl, und unsere Bildungslandesrätin Beate Ballfrader. Beate, schön, dass du vorbeischaust. Du kennst dieses ganze Projekt aus dem FF und ich glaube, es ist für dich auch in den vergangenen Jahren ein Herzensanliegen gewesen, dass das Land Tirol das wesentlich mitgestaltet. Das ist richtig. Die Initiative für diese Lernbegleitung, auch für die Sommerschule Plus, ist von der AK Tirol ausgegangen. Dafür war ich ja sehr dankbar und ich war sofort bereit, das mit zu unterstützen und hier einen Antrag, einen entsprechenden, in die Landesregierung einzubringen. Ich muss sagen, abgesehen von den sonstigen Unterstützungen der AK, auch für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, hat vor allen Dingen das erste Corona-Jahr, gezeigt, wie dringend notwendig es ist, hier Eltern und die Kinder zu unterstützen. Wir hatten ja sehr viel Distance Learning und es waren hier Familien einfach auch vor ganz großen Herausforderungen und wir haben gesehen, dass es auch Lerndefizite gibt und diese Lerndefizite auszugleichen war unser gemeinsames Bemühen. Es hat im Vorjahr schon ganz hervorragend geklappt. Es ist dieses Angebot der AK Tirol mit dem BFI wurde wirklich angenommen, vor allen Dingen, weil es an unzähligen Standorten, heuer glaube ich sind es 109 Standorte, in ganz Tirol angeboten wird. Und dass es auch altersgemäß aufgesetzt ist. Das heißt, heuer haben wir ja dann nach dem zweiten Corona-Jahr schon in den Osterferien begonnen mit der Lernbegleitung, mit dem Enspert und jetzt mit der Sommerschule Plus, sowohl für die Kinder ab der ersten Schulstufe und dann eben auch in Vorbereitung auf das neue Schuljahr für ab der fünften Schulstufe. Ganz wichtig natürlich in den Gegenständen Mathematik, Deutsch und auch in der Fremdsprache. Und dazu noch diese verschiedenen Workshops, optional mit Mittagessen. Also eine wirkliche Erfolgsgeschichte können wir mittlerweile sagen. Und ich möchte mich da ganz herzlich bei der AK Tirol und auch beim BFI bedanken für das, was hier für die Kinder, Jugendlichen und deren Eltern gemacht wird. Darf ich gleich weiterleiten zum Erwin, der Dank des BFIs und natürlich auch des Landes Tirols, den spürt man auch, wenn man den Kindern zuschaut, die hier mit einer totalen Begeisterung bei der Sache sein. Und der Wechsel zur Pädagogischen Hochschule war ja auch der unglaublichen Anmeldefröhlichkeit der Menschen geschuldet. Ich glaube, das ist für euch auch Erfolgsgeschichte, die ihr euch auch zuschreiben könnt. Ich glaube, der Erfolg sollte bei den Kindern liegen, die dann, so hoffen wir alle, natürlich im Leben gut gerüstet weitergehen können. Und wir haben ja gemeinsam auch immer gesagt, Bildung ist ja der Schlüssel zum Erfolg, sozusagen auch für die Zukunft. Und die Zahl, es sind über 3000, haben das in Anspruch genommen, glaube ich, spricht für sich, einmal für die Notwendigkeit, aber andererseits auch, dass Kinder hier unglaublich viel lernen können, unabhängig jetzt von den bestimmten Fächern, sondern auch im kreativen Bereich. Wenn man sich jetzt das anschaut, was hier unterrichtet wird, ich finde das toll und du bist ja, glaube ich, auch jemand, der schulaffin groß geworden ist, dass es hier nicht nur um die Lernbegleitung und um die Unterstützung von förderungswürdigen Schulunterrichtsfächern geht, sondern dass hier auch extrem viel kreativ gearbeitet wird. Ich glaube, die Mischung macht es, damit das Erfolg wird. Ja, natürlich, wenn wir doch davon ausgehen, dass auch Kinder Ferien brauchen, dann ist es notwendig, ein Angebot zu stellen, dass das Unterrichten gemeinsam, aber eben auch mit diesem kreativen Tun
miteinander verbunden wird. Deshalb sind die Kinder, die Jugendlichen ja so begeistert. Und wenn man so ein bisschen auf die Partnerschaft zwischen Land Tirol, AK und BFI schaut, ich glaube, das ist auch einfach wie aus einem Guss, hat man das Gefühl, was das BFI da für euch anbietet, auch mit eurer Hilfe, ist genau das, was ihr euch auch vorgestellt habt. Ja, natürlich, ein tolles Angebot durch das BFI, die Hilfe des Landes und die Unterstützung der AK haben eben dazu geführt, als gemeinsames Projekt das durchzuführen und auch zu bewältigen. Es ist ja nicht so einfach, wie die Frau Bildungslandesrätin schon gesagt hat, da braucht man unglaublich viele Menschen dazu, gut ausgebildet und natürlich die Erfahrung, die sie haben, auch an die Kinder weitergeben. Ja, da kann man eigentlich nur hoffen, dass diese Erfolgsgeschichte weitergeht. Es ist schon klar, für die Kinder ist es ein kostenloses Angebot, ein sehr tolles, aber das kostet auch einen Haufen Geld. Ich glaube, für die Zukunft kann man sich nur wünschen, dass das in dieser Form weitergeht, aber es ist halt nicht immer ganz einfach. Ja, es kostet Geld, Investitionen in die Bildung, in unsere Kinder und Jugendlichen kosten Geld, aber sie sind es wert. Wer, wenn nicht unsere jungen Menschen, brauchen diese Unterstützung? Ich wünsche mir als Bildungslandesrätin, dass dieses Projekt fortgesetzt wird für Kinder und deren Familien. Dann sage ich euch vielmals danke fürs Vorbeischauen und ich denke, es rentiert sich, dass wir jetzt auch noch einen kleinen Giro machen, quasi durch die Räumlichkeiten und ein bisschen unseren jungen, zukünftigen Talenten und unseren zukünftigen Tirolerinnen und Tirolern, die dieses Land schaukeln müssen, ein bisschen über die Schulter schauen. Ich befinde mich hier mitten in einem Kreativworkshop, liebe Zuschauer von Tirol TV. In diesen gelben Boxen ist Material, wie zum Beispiel sowas. Und die Kinder bauen hier in verschiedenen Gruppen ganz verrückte Sachen. Zum Beispiel der Levin und der Konrad. Ihr baut da gerade was? Sortiermaschine. Sortiermaschine? Ja. Was sortiert man mit dieser Maschine? Man kann damit dann, soll man später so Legosteine sortieren können, nach Farbe. Und ja. Die legt man dann, soll man dann da oben reinlegen und dann unten kommen sie sortiert raus. Ja, ist eine verrückte Sache. Da kann man übrigens auch Formel-1-Autos und alles Mögliche bauen. Und diese Sortiermaschine, wird die heute noch fertig? Ja, ich schätze schon. Ja, ich wünsch mir es für euch, dass ihr heute noch alles sortieren könnt. Macht euch das Spaß hier? Ja, voll. Du hast das, glaube ich, schon öfter gemacht, oder? Mhm. Letztes Jahr war ich auch schon da. Eine coole Sache und ich habe gehört, dass wahrscheinlich morgen oder übermorgen hier eine Maschine gebaut wird von allen miteinander, wo man diesen magischen Rubik-Würfel selbst lösen kann. Man stelle sich das vor. Und wir melden uns hier live vom Workshop aus Altmachneu. Upcycling nennt man das. Statt Recyceln macht man sogar was Neues draus. Und ihr habt da zwei Mädels aus Wattens, ihr seid Schwestern, wie heißt du? Lia. Die Lia und die? Mara. Und die Lia und die Mara, die arbeiten gerade an einer ehemaligen, sag ich, ist das eine Milchverpackung? Ja, ich glaube schon. So, mal irgendwas was. Und was wird's jetzt? Also ein Haus für kleine Spielzeugtierchen. Cool. Und hier habe ich irgendwas, schau, einen Fresser, der frisst oder hat früher mal Taschentücher gefressen. Was frisst er jetzt? Papier. Ja, Papier fressen. Cool. Hast du gemahlen? Ja. Sieht hungrig aus? Mhm. Super. Macht's euch Spaß? Ja, ja. Sehr. Cool.
Wir befinden uns hier im Herzstück, sozusagen im outgesourcten Büro des BFI an der Pädagogischen Hochschule Tirol. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Das ist der Ottmar Thamerl, der Geschäftsführer vom BFI. Ottmar, ich bin begeistert. Diese Sommerschule Plus der AK hat hier wirklich extrem aufgeschlagen. Sehr viele Kinder sind da und dieses Angebot ist ja schon seit einigen Jahren bekannt, aber ihr erlebt einen richtigen Run. Wo kommt das her? Das ist wirklich ein richtiger Run. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heuer so viele Kinder bei uns als Gast begrüßen dürfen. Entstanden ist die Idee nach Corona, wo wir erkannt haben, dass ein Bedarf herrscht, dass die Kinder das verlorene oder das nicht erreichte Ziel nachholen können in den Ferien. So ist die Sommerschule Plus entstanden und wir haben auch den Bedarf gesehen, dass es nicht nur um Schulfächer geht, sondern dass man auch die Kinder fördern muss und so haben wir Kreativ- und Technik- und IT-Workshops mit ins Programm mit aufgenommen. Und es ist echt sehr faszinierend, ihr habt so ein breit gefächertes Angebot, das heißt, ein Kind mit einer Mathematikschwäche hat hier die Möglichkeit in der Sommerschule Plus ein bisschen aufzuholen und ein bisschen was dazu zu lernen und hat aber auch die Möglichkeit Kreativ-Workshops zu besuchen, Malkurse und wir haben ja schon ein bisschen was gesehen. Wie kommt dieses Programm zustande? Ich glaube, das wächst in euch. Das wächst in uns. Wir sind als Bildungsanbieter ja Profis, was das betrifft. Und wir haben erkannt, ganz wichtig, dass Lernen nichts Trockenes sein darf. Das heißt, bei uns ist das Lernen nicht nur rein der Schulstoff, sondern es ist auch immer mit Spaß verbunden. Freude inklusive. Und Mittagessen inklusive, was mich immer besonders freut, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Hier an der Pädagogischen Hochschule wird auch für die Kinder mittags gekocht. Da wird mittags gekocht. Jedes Kind kann sich aussuchen, ob es Mittagessen will oder nicht. Aber wir haben immer genug. Also wenn ein Kind beschließt, es hat jetzt doch Hunger, ist genug da und kriegt auch noch was zum Essen. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, das alles ist für die Kinder gratis. Man muss es eigentlich nur wissen und sich rechtzeitig anmelden. Und das haben auch in diesem Jahr ganz viele Kinder und Eltern mit ihren Kindern gemacht. Ja, wir sind sehr stolz. Wir führen das Ganze ja nicht nur in Innsbruck durch, sondern in allen Bezirksstellen in Tirol und haben jetzt eine Zahl von circa guten 3000 Kindern, die uns besuchen. Und grundsätzlich, glaube ich, arbeiten, damit man da mal so ein Gefühl bekommt, wie viele Trainer und wie viele Menschen vom BFI-Team an dieser Errichtung der Sommerschule und an dem, dass das alles reibungslos läuft? Das sind viele. Vom Trainerteam sind wir im dreistelligen Bereich und von meinen Mitarbeitern sind gut 20 Personen schon seit Beginn des Jahres damit beschäftigt, alles einzuteilen und zu organisieren. Was wäre für dich persönlich jetzt so ein Highlight, wo du jetzt, wenn du in deinem privaten Rahmen mit Freunden zusammensitzt, wo du sagst, wisst ihr, was wir heute in der Sommerschule gemacht haben? Ja, ich bin der IT-Freak. Also bei uns kann man Lego nicht nur spielen, sondern auch programmieren, die Roboter, und zwar schon ab 7 Jahren, und das ist total geil. Und wir sehen hier die Sommerschule Plus, und das ist schon im Namen klar, dass sich hier um den Sommer ein besonderes Angebot haltet, aber ihr lasst die Kinder quasi nicht hängen, sondern das ist eine Lernbegleitung auch über das ganze Jahr. Selbstverständlich, also es geht nach den Sommerferien weiter, dass die Kinder schon im Herbst sich wieder auf das nächste Schuljahr vorbereiten können und dann auch in allen anderen Ferien, in den Semesterferien, in den Osterferien sind wir da, um Kinder zu unterstützen, Versäumtes wieder nachzuholen. Und ich glaube, ihr habt auch eine Lücke geschlossen, eine zeitliche. Ja, es gibt es auch im Herbst. Die Sommerschule des BFI gibt es ja schon lange und heuer schaffen wir es auch im Herbst schon ganz frühzeitig, die Kinder abzuholen. Die wichtigsten Infos findet ihr auf www.bfi.tirol, auch über die Angebote im Herbst und für das nächste Jahr. Und wir können nur für euch und mit euch gemeinsam hoffen, dass die Sommerschule Plus als wirklich tolles Angebot und als Erfolgsgeschichte noch viele Jahre weitergeht. Das hoffen wir auch und vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne.